die Sanktionen gegen Russland greifen. Italienische Behörden haben Villas und Yachten im Wert von 143 Millionen Euro beschlagnahmt. Die Besitzer, 5 hochrangige Oligarchen, befinden sich auf einer Sanktionsliste, mit der der Westen Moskau nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine zum Rückzug zwingen will. Neben der 65 Meter langen Yacht Lady M beschlagnahmte die italienische Polizei eine weitere Superyacht, die 50 Millionen Euro schwere Lena, die im Hafen von Sanremo liegt. Zu den Luxusgütern zählt auch die Villa Lazareski in der Nähe von Lucca in der Toskana. Sie gehört dem russischen Abgeordneten Oleg Savchenko und hat einen Wert von 3 Millionen Euro. Im Hafen von Liverpool weigerten sich Arbeiter, russisches Rohöl von einem Schiff zu laden. Neben anderen internationalen Unternehmen haben das Online-Portal Airbnb und die Reiseagentur Booking.com Schritte ergriffen und alle Unterkünfte in Russland aus dem Programm gestrichen.